Man sieht gerade viele erleichterte Gesichter bei den Recken. Ist das so? Ja, definitiv. Also klar, das Spiel war ein Spiel, was wir gewinnen mussten. Wir haben einigermaßen nervös gespielt, vorne frühe Abschlüsse gesucht und dann noch Bälle weggeworfen. Und einfach nicht geschafft, dass wir uns mal 3-4 Tore absetzen und das Ding dann frühzeitig entscheiden. Das war jetzt bis zur letzten Sekunde spannend. Sind wir selbst auch nicht ganz unschuldig dran. Ich persönlich auch nicht. Und ja. Was war da los beim letzten Wurf? Der schlug doch etwas ungewohnt, etwas weiter in dem Tor ein. Was war da los? Kurz mal das Hirn ausgeschaltet, ne? Aber letztendlich waren das die entscheidenden Sekunden, die am Ende gereicht haben zum Ein-Tore-Sieg, oder? Ja, hat der Jens mir auch so gesagt. War zufrieden damit. Kann man das Spiel in die Kategorie Arbeitssieg oder eher Pflichtsieg einstufen? War ein Pflichtsieg. War ein Pflichtsieg und ein Arbeitssieg. Also vor dem Spiel hat jeder gesagt, es war ein Pflichtsieg. Das haben wir uns gesagt. Das ist einfach so, wenn du zu Hause gegen den Tabellenletzten spielst, egal wer es ist, musst du das Spiel gewinnen. Ein Arbeitssieg war es definitiv über das ganze Spiel. Hat jeder hier gesehen im Publikum. War vielleicht kein schönes Handballspiel, aber ich glaube, an Spannung hat es nicht gefehlt. Am Ende stehen 2 Punkte und das ist das, was ihr braucht. Von daher herzlichen Glückwunsch nochmal. Dankeschön.